dieser Unterrichtseinheit und ich beende diese Unterrichtseinheit wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung. Was ist ein Array? Ein Array ist eine Zusammenfassung mehrerer Variablen, Elemente desselben Typs zu einer Einheit. Und zugreifen kann ich auf die Elemente über Array-Variablen, die Adressen von Array speichern und darüber Arrays referenzieren. Der Zugriff auf die einzelnen Variablen erfolgt also über die Array-Variable, quasi ein Name und einen Index. Arrays müssen erzeugt werden, und zwar werden sie auf dem sogenannten Heap erzeugt, was wir in der nächsten Unterrichtseinheit uns nochmal genauer anschauen werden. Und wenn es keine Referenz mehr auf ein Array gibt, sie also nicht mehr zugreifbar sind, dann können Arrays automatisch durch Laufzeitsystemen, genauer gesagt durch den sogenannten Garbage Collector, gelöscht werden.